kleiner Nachtrag am Anfang dieses Videos. Man kann ein sehr normales Leben führen, trotz paranoider Schizophrenie. Zwei Punkte, bevor das eigentliche Video beginnt, habe ich noch für euch. Psychiatrien sind oft sehr zermürbend. Diejenigen, die damit Erfahrung haben, die wissen, wovon ich spreche. Es sollte sich einiges ändern in Psychiatrien. Es sollte menschlicher werden. Das ist meine Sicht der Dinge. Es sollte wirklich menschlicher in Psychiatrien werden, oder nicht? Und noch was zu meinen Videos. Das ist das, was sie einmalig macht. Meine Erkrankung, meine Sicht auf die Welt, meine Art, Videos zu erstellen, oder nicht? Ich möchte über meine Erkrankung sprechen, paranoide Schizophrenie. Ja, ich verleugne sie oft, dennoch ist sie vorhanden. Die Tabletten halten dies stabil. Gleich mal vorweg, das ist kein ärztlicher Ratgeber, es ist meine persönliche Sicht auf die Erkrankung. Wie wirkt sich das bei mir aus? Jedes Mal, wenn ich eine Psychose habe, geschieht etwas anderes, etwas völlig Neues, etwas mir Unbekanntes. Bei meiner letzten Psychose bin ich auf eine gefrorene, also auf eine Eisplatte gesprungen, mit dem Kopf voraus, mit der Hoffnung, ich komme damit in eine andere Dimension. Hat natürlich nicht geklappt, hat höllisch wehgetan. Ich habe diese Erkrankung seit über 10 Jahren und so langsam finde ich mich damit ab. Ich akzeptiere sie als ein Teil von mir. Ich muss Tabletten nehmen, damit ich stabil bleibe. Wenn ich sie nicht nehme, es geschehen unkontrollierbare Dinge. Ich brauche die Tabletten, damit ich nicht abdrifte in eine Wahnvorstellung, die nichts mit dieser Realität zu tun hat. Wenn man sich mit mir normal unterhält, sprich, derjenige kennt mich nicht, dann merkt er nichts von meiner Erkrankung. Es hat nicht wirklich etwas mit Intelligenzminderung zu tun. Dennoch, in jeder Psychose erlebt das Gehirn ein Trauma, welches die Gedächtnisleistung beeinflusst. Sprich, ich merke mir nicht mehr so viel wie damals, das kann auch altersbedingt sein. Meine erste Psychose war ziemlich krass. Ich würde es heute als Reizüberflutung beschreiben. Ich sah überall ein gleißend weißes Licht. Und dieses gleißend weiße Licht war vielleicht gar keine andere Dimension, sondern eine komplette Reizüberflutung der Umwelt, die ich wahrgenommen habe. Das war im März 2010. Ich hatte Stimmen im Kopf, ich hatte akustische Wahnvorstellungen, visuelle Wahnvorstellungen, die mir echt Angst gemacht haben. Sie haben mir Angst gemacht, weil sie so krass waren. Sie waren wirklich krass. Da hing ein Bild an der Wand, da war ich schon in der Klinik, da sah ich eine böse Teufelsfratze darauf. Und ich sagte zum leitenden Arzt, er soll dieses Bild bitte entfernen. Du kannst darüber denken, was du möchtest. Du kannst über mich denken, was du möchtest. Eine Erkrankung ist eine Erkrankung. Ich würde mich dennoch sehr als vielseitig beschreiben. Ich verwechsle oft Dinge. So bin ich nun mal.
Ich kann mich oft nicht klar genug ausdrücken, was ich eigentlich sagen möchte. Das ist eine Tatsache. Und egal, ob du jetzt gut oder schlecht darüber denkst, dieses Video ist kein ärztlicher Ratgeber. Es soll nur Menschen unterstützen, die ebenfalls diese Erkrankung haben. Um näher auf meine erste Psychose einzugehen. Sie hat 3 Monate gedauert, also nicht 3 Monate. Ich war 3 Monate in der Klinik, bis ich einigermaßen stabil war und wieder entlassen werden konnte. Dennoch werde ich ein Leben lang, sobald ich keine Tabletten nehme, wieder mit den Symptomen zu tun bekommen. Was als nächstes geschieht, weiß ich nicht. Deshalb, bitte setz deine Tabletten nicht eigenständig ab. Nimm sie weiter, ohne ärztlichen Rat. Spiel nicht herum, experimentier nicht damit. Es kann gefährlich werden, für dich und für andere. Es ist eine unberechenbare Erkrankung. Und egal was du glaubst, egal was du glaubst zu wissen, diese Realität, wir leben nun mal darin. Und in dieser Realität ist es gesellschaftlich doch so, dass mit derartigen Wahnvorstellungen, mit derartigen Symptomen nicht wirklich gearbeitet werden kann. Das war ein relativ kurzes Video zu diesem Thema. Mehr fällt mir zurzeit nicht ein. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und falls du Fragen hast, kannst du sie mir gerne stellen. Ich antworte auf jeden deiner Fragen. Ich antworte auf jeden Kommentar unter diesem Video. Dankeschön.